Lass uns mal sehen, wie es mit dem Test läuft. Ich hoffe, niemand schummelt. Aber warte. Oh, schläfst du? Oh, du Kleiner. Nein, 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 nein. Oh, armer Ryan. Oh je, Harper isst Gummibärchen im Klassenzimmer. Was für eine Rabelle. Was haben wir denn da, Miss? Nichts. Gib es mir. Kein Essen im Unterricht. Hier, mach dich an die Arbeit. Wir sind mitten im Kunstunterricht. Okay, wie auch immer. Oh, ich will nicht arbeiten. Ich will meine Gummibärchen essen. Huh? Hey, Igitt. Igitt, geh nach Hause. Ups, wo soll ich? Ich schmier's einfach hier hin. Lass mich los. Was? Igitt, das ist eklig. Aber warte. Oh mein Gott, ich habe eine Idee. Schauen wir mal, was sie vorhat. Nimm einen leeren Farbbehälter, schmelze vorsichtig deine Gummibärchen. Gib etwas Puderzucker dazu und mische, mische, mische. Mische, bis es cremig und klebrig wird. Und so machst du deinen eigenen essbaren Schleim. Das sieht wirklich cool aus. Eine clevere Art, Essen ins Klassenzimmer zu schmuggeln. Was macht sie denn da? Isst sie ihre Farbe? Oh, seltsam, aber egal. Wow, das hat ziemlich gut geklappt. Oh mein Gott, Igitt. Oh nee, ich kann nicht glauben, wie eklig das ist. Oh ja, wir werden malen. Meine Lieblingslektion. Denkt immer dran, eure Bleistifte so scharf wie möglich zu halten. Was macht er denn da? Ich glaube, Josef verliert den Verstand. Was? Was machst du denn da? Warum machst du so ein Chaos? Oh je, das ist nicht cool, Josef. OMG, er kann nicht aufhören, seine Bleistifte anzuspitzen. Oh, warte eine Sekunde. Schleim? Bleistiftspäne? Ich weiß was, ich habe eine Idee. Nimm ein paar Handschuhe, nimm eine Schüssel und schütte etwas Kleber hinein. Füge nun etwas Lebensmittelfarbe hinzu und vergiss nicht zum Schluss noch ein paar Augentropfen hinzuzufügen. Mische nun alles zusammen und du hast deinen Schleim. Nimm dir jetzt etwas glänzenden Glitter. Sei einfach kreativ und mach dir dein eigenes Rezept. Hier, nimm es. Was? Was ist das? Was? Gib es mir, schau zu, ich zeige es dir. Dieser Schleim ist das perfekte Werkzeug, um diese Sauerei aufzuräumen. Schau zu und lerne. Das ist so toll. Er funktioniert und räumt die ganzen Späne auf. Was für eine coole Idee. Tada! Mit diesem Schleim kann man wirklich den ganzen Dreck wegmachen. Wie schön, es klappt. Wow, er räumt seinen Schreibtisch um 0,0 auf. Sieht nach echtem Spaß aus. Oh nein, sieht aus, als wäre jemand aus seinem Nickerchen aufgewacht. Hoffentlich bemerkt er das Chaos nicht, bevor er es aufgeräumt hat. Nö, zurück in den Schlaf. Das war knapp. Es scheint, dass sich alle im Klassenzimmer ein bisschen langweilen, aber nicht Harper. Sieh sie dir an, sie hat ein paar Pralinen. Wow, Harper, es sieht so aus, als müsstest du freundlich sein und mit allen teilen. Okay, okay, da hast du es. Nimm ein paar. Du auch. Guten Appetit. Was? Wo sind sie denn alle hin? Oh nein, das ist leer. Was soll ich jetzt tun? Oh, es ist die Woche der gesunden Ernährung. Ja, ich habe eine Idee. Nimm eine Schüssel mit Schokoladenstückchen, erhitze sie, bis sie vollständig geschmolzen sind. Mische nun alles. Nimm dir einen Teller und Rosenkohl am Stiel. Tauche sie nun in die geschmolzene Schokolade und lass sie aushärten. Hey Leute, wer will etwas Schokolade? Ich will auch. Hier, nimm sie alle. Ich will keine. Mal sehen, ob die Schüler merken, dass diese Pralinen gesünder sind als sonst. Das ist so eklig. Oh, warte, Frau Lehrerin. Was machen Sie? Oh mein Gott, nein! Oh.
Wow, aber das ist lecker und gesund. Ich liebe es. Was? Ja. Sieht so aus, als ob jemand in Nora verknallt ist. Die Jungs sind ganz aus dem Häuschen. Ha, das ist so schön. Oh, sie mögen dasselbe Mädchen. Das ist eine knifflige Situation. Gibt es eine Chance für mich? Ich fange an zu... Warte mal kurz. Papierservietten, Telefon. Ich weiß. Was wird er jetzt tun? Hey, Nora. Sag Tschüss, Nora. Es sieht aus, als würde Josef ein Foto machen. Er legt die Papierserviette oben auf den Bildschirm und jetzt macht er eine Kopie des Fotos, indem er auf die Serviette malt. Oh, das ist es. Ein Porträt von Nora. Wow, das ging aber schnell. Nora, Nora, hey, seh dir das an. Das ist für dich. Hey, hey, Nora. Hey, hallo, hallo. Hey, seh dir das an. Danke, das ist so aufmerksam von dir. Hier. Ah, hier, bitteschön. Was? Das ist meine Zeichnung. Oh nein, was, warum? Oh, es ist ruiniert. Ha, 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 du Verlierer. Oh, ich habe eine Idee. Ich mache eine Kopie von ihrem Gesicht. Genau das hier. Was? Hast du den Verstand verloren? Hör auf damit! Das hat anscheinend nicht funktioniert. Keiner der beiden Jungs wurde beachtet. Wer hat jetzt verloren? Nächstes Mal müsst ihr wohl etwas romantischer sein. Wie schön du aussiehst, genau wie eine Prinzessin. Nora und Ryan können ihre Augen nicht voneinander lassen, aber hey, warum nimmt Ryan das Gummiband mit? Warte, was ist das? Was machst du denn da? Schau einfach zu, mach dich bereit. Was ist das denn? Ich verstehe es nicht. OMG, genau ins Schwarze. Oh oh, die Lehrerin hat ihren ganzen Kaffee verschüttet. Oh nein, sie sieht sehr wütend aus. Jemand wird dafür großen Ärger bekommen. Warte, schau mir einfach zu. Was war das denn? Ha, egal, wie auch immer. Oh, es sieht so aus, als hätten die beiden einen riesen Spaß. Aber Haber gefällt das nicht. Vielleicht ist Haber jetzt an der Reihe. Oh, warte, einen Moment. Eine Tasse und ein Luftballon? Ich hab's. Ich hab einen Plan. Was wird sie jetzt tun? Sie schneidet den Boden des Bechers mit einem Teppichmesser ab. Sei vorsichtig. Dann macht sie dasselbe mit dem Luftballon. Nimmt eine Schere und schneidet den oberen Teil ab. Befestigt ihn dann an der Tasse. Mach dich bereit und wähle dein Ziel. Jetzt bekommst du das, was du verdienst. Nimm das und nimm das. Und jetzt großes Feuer. Feuer, Feuer, Feuer. Oh, die Lehrerin kommt. Upsi, sie sieht wütend aus. Die armen Kinder, sie hat kein Mitleid mit ihnen. OMG, das gibt's doch nicht. Jetzt werden sie leiden müssen. Und ich bin jetzt in Sicherheit. Hä? Was ist das? Oh, das ist ein Liebesbrief? Sie mag mich! Oh. Es gibt ein neues Paar in der Klasse. Wie süß! Harper und Nora warten im Klassenzimmer. Sieh dir nur an, wie Nora ihre Nägel lackiert. Wow, was für eine schöne blaue Farbe. Das wird toll aussehen. Harper gießt die Pflanzen. Sie ist so verantwortungsbewusst. Ups! Oh nein, pass auf, der Nagellack. Ah! Ups, er tropft über das ganze Telefon. Nein, was wird Nora jetzt tun? Was? Was hast du getan? Mein Telefon. Oh nein. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Aber warte eine Sekunde. Ich weiß, was zu tun ist. Ich kann es reparieren. Was? Wie willst du das in Ordnung bringen? Warte, ich habe eine Idee. Nimm eine mit Wasser gefüllte Schüssel, gieße nun etwas Nagellack ins Wasser. Habe keine Angst, so viele Farben zu verwenden, wie du willst. Sei kreativ und mach verschiedene Muster. Leg nun die Handyhülle in das Wasser und vergiss nicht, Handschuhe zu tragen. Nimm die Hülle jetzt heraus und voila, du bist fertig. Sieh mal. Da hast du es. Wow, was? Oh, ich bin so glücklich. Joseph räumt seinen Schreibtisch auf. Wow, Joseph nimmt das wirklich ernst. Oh, da kommt Nora. Aber oh nein, ihre Tasche ist zerrissen und ihre Bücher fallen raus. Und sie hat ihr Federmäppchen verloren. Aber die Jungs sind immer noch fasziniert von ihr.
Vielleicht können sie ihr helfen. Oh, ich hab's. Warte einen Moment. Schau mal, Josef kommt, um ihr zu helfen. Was macht er denn da? Es sieht aus wie eine neuartige Erfindung. Soll das ihre Federtasche ersetzen? Na ja, hier hast du's. Nimm es. Ich hab's für dich gemacht. Was? Was ist das? Funktioniert das? Oh, okay. Es funktioniert. Oh, wie schön. Ja, ich hab's geschafft. Ich bin ein Held. Das ist so dumm. Was ist das überhaupt? Ich verstehe das nicht. Oh, der Maler im Klassenzimmer kümmert sich nur um seine eigenen Angelegenheiten. Ich habe eine Idee. Schau, er nimmt den riesigen Pinsel und den Apparat aus Noras Händen. Was hat er damit vor? Oh, er benutzt es nur, um die Stifte zu halten. Um sie alle zusammenzuhalten. Tada! Ein spezieller Stiftehalter nur für dich. Wow, das ist so schön. Ich hab's geschafft. Ich bin der Beste. Josef sieht ein bisschen traurig aus. Oh, da kommt der Maler. Sieht aus, als ob jemand in großen Schwierigkeiten steckt. Oh nein, nein, nein. Willkommen im Kunstunterricht. Es scheint, dass es Zeit wird, etwas zu zeichnen. Oh, ich hasse diesen Unterricht. Ich weiß nicht, wie man malt. Warte. Joseph weiß es. Und wenn ich alles nachmache, was er macht? Schau dir Joseph an. Er macht alles wie ein Profi. Vielleicht wird er der nächste Picasso. Wer weiß. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie sein letztes Werk aussehen wird. Ich werde ein bisschen hier malen. Ein wenig da drüben. Ja, sieh dir nur meine Zeichnung an. Sie ist perfekt. Ich liebe sie. Voilà. OMG, meins sieht schrecklich aus. Warte, schau dir Nora an. Was macht sie da? Huh? Zwei Bleistifte? Ich weiß schon. Du brauchst zwei Bleistifte. Befestige sie im 90-Grad-Winkel zueinander mit einem Gummiband oder einem Haarband. Achte darauf, dass sie sicher sind. Das sieht ziemlich einfach aus. Mach das gleiche auf der anderen Seite des Bleistifts und du bist fertig. Voila, sieht perfekt aus. Oh, Joseph, wie schön, dich zu sehen. Darf ich mir dein Bild ansehen? Ja, warum nicht? Ja, hast du's. Danke, mein Schatz. Oh, sie benutzt es als Kopiergerät. So schlau. Er sieht aus wie eine exakte Kopie desselben Apfels. So kreativ. Danke, mein Schatz. Die Lehrerin kommt. Aha, Joseph und Nora. Eure beiden Äpfel sehen gut aus. Schau dir meine an, sieh dir meine an. Schauen wir uns Harpers Zeichnung an. Oh, wow, das ist toll. Sieh dir all die Farben an. Wow, das sieht fantastisch aus. Nora und Joseph sind sehr enttäuscht. Ich denke, die heutige Lektion lautet, kopiert nicht, seid kreativ. Ich glaube, Nora hat sich verliebt in Ryan. Oh mein Gott, vielleicht gehst du woanders hin. Armer Joseph, er kann sich nicht mit den beiden konzentrieren. Hey, ich muss lernen. Ryan interessiert sich nur noch für Nora. Okay, ich mach selbst. Was? Du bist drauf reingefallen, hier ist meine echte Hand. Oh, armer Joseph, ihm wurde ein Streich gespielt. Aber das haben wir alle schon erlebt. Oh, und die Lehrerin ist da und es ist Zeit für den Test. Es scheint, als wäre jemand nicht vorbereitet, aber nicht Joseph. Er sieht selbstbewusst aus, wie immer. Oh nein, nein. Warum jetzt? Oh mein Gott. Oh. Aber Nora weiß, was zu tun ist. Hey, Joseph. Oh, hey. Du willst die Antworten? Hier. Oh, du bist so klug. So mutig. So. Sieh dir Joseph an. Natürlich gibt er ihr die Antworten. Joseph, gib mir die Antworten. Bitte, komm schon. Geh weg. Aber ich weiß nicht, was ich schreiben soll. Oh, Ryan. Was soll ich tun? Oh, warte eine Sekunde. Oh, ich hab eine Idee. Oh je, Ryan legt seine falsche Hand auf den Tisch, damit er mit seiner echten Hand schummeln kann. Das ist schlau. Was ist mit dir, Ryan? Nun, er sieht selbstbewusst aus. Was? Gut gemacht, Ryan. Lass mich dir gratulieren. Warte, was? Ah, ich sehe, was du getan hast. Komm mit mir. Das wird ja eine Lehre sein. Das kommt davon, wenn man schummelt.